Liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg, Schluss mit eurer Hobby-Weltverbesserei. Merkel, lass die Profis ran. Genauer, Kohle, stopp, hopp, hopp, hopp. Merkel, lass die Profis ran. Kohlestopp 26, 900 Milliarden fürs Klima. Das könnt ihr alles bekommen, aber ihr müsst aufhören mit eurer Hobbygeschichte. Ihr müsst aufhören damit zu denken, mit antiwissenschaftlichen Konzepten die Welt verändern zu können. Greta sagt, unite behind the science, also vereinigt euch hinter der Wissenschaft. Listen to the science, sagt Greta Thunberg immer wieder. Hört auf die Wissenschaft. Und was macht ihr? Ihr appelliert an ein wissenschaftlich bewiesenes, ineffizientes System. Ihr appelliert an Menschen, die noch nicht mal begriffen haben, dass der Kapitalismus beendet werden muss. Dass er aus naturwissenschaftlicher Sicht ein bewiesenermaßen unbrauchbares System ist, das alle Eigenschaften hat, die Erde zu zerstören und alles zu zerstören, letztendlich ein Selbstmordprogramm der Menschheit darstellt. Philipp Möller zum Beispiel wird überall jetzt interviewt, weil er sagt, nein, die Welt wird besser. Nein, die Welt wird nicht besser, sie wird nur für Blinde besser. Natürlich werden einige Daten auf der Erde besser, weil natürlich irgendwo neben all dem Erdzerstörenden und Lebensqualitätszerstörenden und Glückszerstörenden natürlich auch ein paar Dinge mal besser werden. Ja? Also 8 Milliarden Menschen leben ja in der Illusion, sie würden alles dafür tun, um alles besser zu machen, dass dabei natürlich auch ein paar Dinge nicht mehr weiter schlechter werden, ist klar. Aber was die Fakten sind, die, dass die Lebensqualität der Menschen, das Glücksgefühl ständig schlechter wird, die Vereinsamung der Menschen nimmt zu, das Kränklichwerden der Menschen nimmt zu. In unseren Gesellschaften haben wir viele junge Leute, die schon chronisch krank sind. Wenn man all das reinberechnen würde, würde man feststellen, dass alles tatsächlich immer schlimmer wird und nicht besser wird. Ja, aber warum jetzt Schluss mit eurer Hobby-Weltverbesserei? Das ist, ihr wollt das Unmögliche. Ihr wollt, dass der bösartige Raubtierkapitalismus, der die ganze Erde fest im Griff hat, ihr wollt den verändern mit euren Hobby-Denkweisen. Das ist verrückt. Das wird nicht gelingen. Quellenverzeichnis. Ich gehe erst nochmal zurück. Wir googeln wieder. Rechte Maustaste, Google nach, Scientists for Future 2. Wir gehen gleich auf die erste Homepage, dann sind wir auf der Homepage von den Scientists for Future 2 Initiative Weltrat. Wir klicken auf Sammlung wichtiger Links. Wir klicken einfach mal auf die Professorinnen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was der Unterschied zwischen Hobby, Stümperei, sozusagen, noch einmal zu sagen, ihr wollt das größte Problem der Menschheit, letztendlich den Griff des Raubtierkapitalismus auf die Menschheit, das große Fehlsystem der Menschheit, wollt ihr korrigieren, ohne euch ernsthaft mit Wissenschaft zu beschäftigen oder ohne mit Wissenschaftlern zu kooperieren, die den Namen Wissenschaftler auch verdienen. Ja? Also Quellenverzeichnis, Literaturverzeichnis. Hier sieht man, worauf sich die Scientists for Future 2 berufen. Ja? Also, ihr lebt also in der Illusion, ihr wisst alles besser als. Ich fange mal hier irgendwo an.
So, ihr wisst also alles besser als der Professor Stephen Hawking, der wohl bekannteste TV-bekannteste Physiker, leider gerade verstorben, als man ihn aufnehmen wollte in den Kreis der Scientists for Future 2 und des Weltrates der Weisen. Ihr wisst also alles besser als dieser Stephen Hawking, ja? Denn die Scientists for Future 2 sind diejenigen, die sich auf das Wissen dieses Stephen Hawking beziehen und dieses Wissen zur Grundlage ihrer Arbeit haben. Und ihr wisst das alles und ihr könnt das alles. Und deswegen könnt ihr einfach mal so sagen, wo es mit der Welt lang gehen soll. Könnt ihr nicht. Euch fehlt das Wissen. Studiert den doch mal wenigstens mal ein paar Monate, bis ihr versteht, ja, wenn ich euch jetzt fragen würde, die meisten von euch jetzt fragen würde, ja, oder gehen wir weiter, jetzt gucken wir nochmal hier unten nochmal kurz von unten her. Ja, wenn ich euch jetzt fragen würde, was haben denn Kopernikus, Kepler, Galilei, Sir Isaac Newton, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace und Sir Charles Darwin herausgefunden über die Menschheit, über das Leben, über das Universum, über alles, ja, schon, wenn ihr jetzt nicht zufällig unsere Videos geschaut habt, dann, wenn ich euch frage, wie alt ist das Universum, dann versagt ihr schon kläglich. Wenn ich euch frage, wie alt ist unsere Galaxie, die Milchstraße, versagt ihr kläglich. Bei jeder Frage würdet ihr kläglich versagen, weil ihr nichts wisst und noch nichts gelernt habt, weil man euch in der Schule ja auch alles Wichtige nicht beibringt. Ne? Also, nur kurz als Hinweis, 13,8 Milliarden Jahre alt ist das Universum, 10 Milliarden grob, ich mache es ganz grob, die Galaxie Milchstraße. Und vor 5 Milliarden Jahren entstand ungefähr unser Sonnensystem, Universum. Und vor 4 Milliarden bis 3 Milliarden Jahren entstand Leben auf der Erde, DNS. Aber ihr wisst nichts, denkt aber, ihr könnt das schwierigste Rätsel ohne die echten Wissenschaftler dabei. Und nur wenn ihr die Scientists for Future 2 dazu nehmt, habt ihr auch eben von Kopernikus bis Darwin und bis Stephen Hawking alle Wissenschaftler dabei. Und das Wenige, was an Freud gut ist, habt ihr dann auch dabei. Ne? Ja. Oder wisst ihr, was zum Beispiel Professor Lothar Wendt und Thomas Wendt, die beiden Professoren, erforscht haben darüber, wie zum Beispiel unsere Ernährung Krankheiten begünstigt, die dann wieder große Profite für unser krankes Medizinsystem erzeugen. Ja, wisst ihr alles nicht? Wisst ihr, wer Professor William Donald oder Professor Bill Hamilton, William D. Hamilton war und was er oder auch Professor Trivers, was sie für Gedanken sich gemacht haben über die Evolution des Lebendigen und wie soziobiologisch Dinge auch funktionieren und so weiter. Wisst ihr alles nicht, habt ihr alles nicht gelernt, denkt aber trotzdem, ihr könntet die Welt behandeln. Oder Dr. Donald Erhab zum Beispiel, der Inspirator war, sich vorzustellen, wie das Gehirn mit seinen Erregungskreisen bzw. Erregungskugeln, wie Gehirnfunktion funktionieren könnte und so weiter. Und die Gehirnmodelle sind ausschließlich innerhalb der Scientists for Future 2 vorhanden, weil die eben ausschließlich über die neuesten Gehirnfunktionsmodelle verfügen. Und dann zum Beispiel Dr. Robert Holbrook Smith, den kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Das ist der Begründer der anonymen Alkoholiker, Mitbegründer zusammen mit William Griffiths Wilson zusammen, einem Wirtschaftswissenschaftler. Und dieser Arzt hat eben ganz wesentliche Aspekte der Sucht im Kapitalismus erkannt. Alles Dinge, die ihr nicht wisst und nicht könnt. Dr. Albert Ellis hat die rational-emotive Therapie, die kognitive Therapie
begründet. Ihr meint, ihr könnt alles, alle Weltprobleme lösen, ohne all das zu wissen. Kreta sagt, ihr sollt euch hinter der Wissenschaft vereinen, habt aber keine Ahnung von der Wissenschaft und seid gar nicht bereit, mit echter Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Professor Probst ist ein Pionier und Vordenker auch in der Lebensstilmedizin und Ernährungsmedizin und so weiter. Wenn auch vielleicht mit einem ganz kleinen esoterischen Touch, trotzdem sehr wichtig. Ja, Professor Andereck, Wirtschaftspolitik-Professor, der berühmte Professor Frankl mit seiner Schülerin Professor Lukas, ja, die sinnzentrierte Psychotherapie überhaupt zu verstehen, wie das Thema Sinn zu verstehen ist in der menschlichen Evolution und so weiter. Oder Abraham Maslow, da geht es um die Bedürfnispyramide, um die verschiedenen Bedürfnisstrukturen von Menschen, sich überhaupt mal damit beschäftigen, welche Bedürfnisse hat denn der Mensch in der Evolution evoluiert und so weiter. Was ist das denn für eine tatsächliche Bedürfnisstruktur, die Lebewesen haben und so weiter. Dafür die Türen zu öffnen, ja. Professor mit Eric Byrne zum Beispiel, die Transaktionsanalyse, Psychiater in dem Fall und so weiter. Ja. Alles Dinge, die ihr nicht kennt. Professor Dr. Bracht, eine der besten Ernährungsmedizinerinnen Deutschlands. Dr. Med van Aken, der erkannt hat, wie wichtig es ist, dass Bewegung in der Behandlung von Krankheiten eine Rolle spielen muss und die schonungslose Therapie entwickelt hat, sozusagen. Ja, so geht das immer weiter. Ich nenne jetzt also nur die Professoren und Doktoren, auf die sich die Scientists for Future 2 beziehen und die ihr alle nicht kennt und ohne das Wissen, dass ihr denkt, ihr könntet die Welt heilen, sozusagen, oder ohne Profis und ohne die Profis ranzulassen und ohne zu fordern, dass die Profis rankommen. Und ihr denkt, Frau Merkel wüsste das alles, was ich bis jetzt genannt habe. Gehen wir weiter mit Dr. William Masters und Virginia Johnson, die also die Sexualität der Menschheit erforscht haben, da wichtige Hinweise gegeben haben, die den Evolutionsbiologen und Paläoanthropologen wieder Hinweise darauf geben, wie wohl die Evolution der Menschheit geschehen ist. Ja? Oder Professor Michael Lukas Möller, Psychoanalytiker und Ernährungsspezialist, Gesundheit ist essbar. Ja? Also das beleuchtet ja auch alles neue Aspekte darüber, dass und der Kapitalismus auch die Ernährung völlig anders gestaltet als zu unserer als für das, was wir in der Evolution konstruiert wurden. Ja, jedes Lebewesen wird für seine artgerechte Nahrung sozusagen in der Evolution konstruiert und es kommt zu Anpassungsprozessen, auch wechselseitigen Anpassungsprozessen von Nahrungspflanzen und Lebewesen, die diese Nahrung verzehren. All das wisst ihr nicht und wollt trotzdem antreten, die Welt zu verbessern. Solomon Asch, der also und Stanley Milgram, die haben erforscht, wie was Obrigkeitshörigkeit, Wissenschaftshörigkeit ist, Gruppenzwang ist und wie Menschen Konformität herstellen und so weiter. Reinhard Tausch und seine Frau Professor Annemarie Tausch, Krebstherapien entwickelt, Psychotherapie, Gesprächspsychotherapie, all das. Davon habt ihr nie etwas gehört und wollt die ganze Welt verbessern. Professor Boris F. Skinner, einer der Lernpsychologen, der erforscht hat, die berühmte Skinnerbox, wie Lernen funktioniert, wie sozusagen Evolution von Gedankensystemen, von Memen, von Memplexen sozusagen in der Welt geschieht. Professor Arnold Lazarus, der auch über die Innenbilder geschrieben hat und
über wie unsere Denksysteme im Verhältnis stehen und wie denn eben auch der Kapitalismus unsere ganzen Gehirne verändert und wie der Kapitalismus die ganze Welt in eine, alle Innenbilder und Denksysteme sozusagen in Richtung Unwahrheit verändert hat. Und wir sind eine zutiefst abergläubische Kultur, weil der Raubtierkapitalismus Aberglauben produziert und Irrtümer produziert und Unwahrheiten produziert, ja. Und Sarah Plaffer-Hirr, die Professor Sarah Plaffer-Hirr, die Biologin, Anthropologin, da geht es um ganz entscheidende Dinge in der Menschheitsevolution, wie das Gesellschaftssystem und Paarungssystem der Menschheit wohl ist. Sie hat dafür wichtige Hinweise geliefert. Wisst ihr alles nicht? Könnt ihr alles nicht? Und seid also eigentlich Feinde der Wissenschaft und bisher Feinde und Gegner der Wissenschaft und redet nur davon, hört auf die Wissenschaft. Beim Klima soll gehört werden auf die Wissenschaft, bei allem anderen aber nicht, ne? Das ist bis jetzt leider euer Motto. Bitte wendet euch der Wissenschaft zu und denen, die es können, ja? Und Professor Albert Bandura, der hat festgestellt, und hat natürlich dann die ganze Biologie darauf gelenkt, warum ist denn der Mensch ein Nachahmungsaffe, der praktisch schon einen Nachahmungs- oder Imitationszwang aufweist, ja? Und zwar stärker als jedes andere Lebewesen. Und warum ist das in der Evolution so gekommen? Und das hat man dann erst begriffen, wie alles zusammenhängt. Professor Kristen Hawkes, sie hat auch Hinweise geliefert, wie die Sozialstruktur der Art Mensch wohl von Natur aus ist, wie also so etwas wie ein Urkommunismus oder ein urmatriarchaler Urkommunismus ausgesehen haben könnte, ne? Dann Professor Leon Festinger, kognitive Dissonanzminderung, hat er einige psychologische Mechanismen erkannt, die man kennen muss, um die Welt auch konstruktiv zu verändern. Professor Franz de Waal hat auch wieder Hinweise gebracht, der Bonobo-Forscher schlechthin, der trotz seiner eigenen konservativen Weltanschauung, seiner erzkapitalistischen Weltsicht, mit all den entsprechenden kapitalistischen Ideologien über Lebensform und über Partnerschaft und Ehe sozusagen trotzdem ehrlicherweise berichtet hat in seinem legendären Buch von 1998, Bonobos, wie die Sozialstruktur des Menschen vielleicht wirklich gewesen sein könnte, indem er nämlich mal geschildert hat, wie die Sozialstruktur der Bonobos wirklich aussieht und wie deren urmatriarchaler Urkommunismus heute noch aussieht, wie sozusagen, er hat sie bezeichnet als, das sind ja matriarchale Hippie-Affen, die Make Love Not War praktizieren, ja, der also sozusagen die Ahnungen der 68er, die auch nur, ja, halbwissenschaftliche, pseudowissenschaftliche Ahnungen waren, endlich auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt, dass man hatte wenigstens wissenschaftlich sinnvolle Vermutungen und Hypothesen bilden kann darüber, wie die artgerechte Lebensform des Menschen vor der Verfälschung durch den Raubtierkapitalismus war, sozusagen. Ja? Wie in der Evolution sozusagen die präkapitalistischen Formen vor 400.000 Jahren die Menschheit verändert haben. Professor Gigerenzer, bestimmte psychologische Aspekte wieder hat er uns beigebracht. Professor Klaus Leitzmann, einer der besten Ernährungswissenschaftler der Erde. Professor Zohlenhöfer, der also da auch das Problem erkannte, welche Bedeutung Fehlanreize in der Wirtschaft spielen und so weiter, in der Gesellschaft spielen. Und so geht es Professor Richard Wrangham, so geht es immer weiter hier. Ich nenne mal jetzt nur berühmte Namen, Professor Konrad Lorenz, Professor Christian Vogel, Professor Eckhard Fohlan, Professor Volker Sommer, den ihr öfters noch im Fernsehen seht und so weiter. All diese berühmten Professoren, ihr kennt sie alle nicht, ihr wisst alle nichts darüber, ihr habt nichts davon gelernt,
Dr. Med. Dean Ornish, das ist der Leibarzt, dem Bill, der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton sein Leben verdankt und so weiter. All das wisst ihr nicht, all diese ganzen vielen Professoren. Professor Friedemann Schrenk, der berühmteste Paläoanthropologe, der trotz seines konservativen Weltbildes trotzdem wichtige Hinweise geliefert hat darüber, wie die Art Mensch sich evoluiert hat und welche Änderungen im Sozialsystem zum Beispiel durch die Veränderung der Eckzähne zum Beispiel ausgelöst wurden und welche Evolutionsprozesse da stattgefunden haben. Wie gesagt, Professor Stephen Hawking, auch wie gesagt, ihr wisst nichts über das Universum, ihr wisst nichts über Leben im Universum, ihr wisst gar nichts und meint, ihr könnt ohne die Wissenschaft das auskommen und könnt so die Hobbyleute, all diese Hobbyleute, die in der Politik tätig sind, die sozusagen ja die Aufgabe haben, die Mitte der Gesellschaft zu repräsentieren und genauso damit auch das Unwissen und die Unwissenschaftlichkeit der Mitte der Gesellschaft repräsentieren. Und damit könntet ihr die Probleme der Menschheit lösen und den Raubtierkapitalismus beenden, ohne richtiges Wissen darüber, ohne naturwissenschaftliches Wissen über den Kapitalismus. Und ihr bezieht euch auf Autoren vielleicht, die 150 Jahre alt sind und die alles, was sie gemacht haben, auf pseudowissenschaftlicher Basis gemacht haben, ohne richtiges naturwissenschaftliches Fundament. Professor Felix Jacka, die uns die Ernährungspsychiatrie gebracht hat, das bestätigt hat, was wir seit Jahrzehnten geahnt haben, dass selbstverständlich auch psychiatrische Erkrankungen durch die kapitalistische Fehlernährung ausgelöst werden und so weiter. Professor Völpel, der uns die Ahnung gebracht hat, dass der Kapitalismus eigentlich unsere Lebenserwartung weit unterschreitet, dass wir eigentlich 127 Lebensjahre genetisch im Repertoire hätten, wenn nicht der Kapitalismus da wäre, der uns mit 87 tötet und schon mit 47 chronisch krank macht, ne? Also 40 Jahre früher sterben lässt und nochmal 40 Jahre früher krank werden lässt. Ja, so haben wir Professor Michalsen, berühmter sozusagen Naturheilkundler und Lebensstilmediziner und so weiter. Ja, also das heißt also, ohne Wissenschaft nichts los. Also ich gehe jetzt mal hier weiter. Ich gehe mal wieder zurück. Ich mache mal die Seite zu hier und gehe noch mal zurück hier und dann gehe ich nochmal hier auf Wikipedia, Pluspedia, das bessere Wikipedia. Wikipedia ist ja leider nicht sehr seriös. Sobald es um Gesellschaftsveränderung geht, wird mit Wikipedia sozusagen sehr linksextremistisch, also sehr revolutionär gesinnt und verurteilt alles, was nicht für eine gewaltsame Revolution tendiert sozusagen. Also da liegen halt die Sympathien von Wikipedia und dadurch ist es sozusagen sehr parteiisch. Hier könnt ihr mal ein bisschen realistisch was über die Professoren nachlesen. Und Medienberichte habt ihr hier en masse. Also, da könnt ihr euch beliebig viel Medien, noch Berichte und so weiter. So. Gut. So, also, unite behind the science, sagt Greta richtig. Vereinigt euch hinter der Wissenschaft und folgt nicht in euren gesamten Vorstellungen. Seit Monaten verfolge ich, wie ihr in euren Workshops und so weiter antiwissenschaftliche Ideologen zu Wort kommen lasst, die euch überhaupt nicht sagen können, wie alles wirklich funktioniert hat. Also, die euch nicht sagen können, wie vor 4 Milliarden Jahren, also die DNS entstand, wie vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausstarben und die Säugetiere, also unsere Urgroß,
Eltern sozusagen ihren Aufstieg nahmen, wie sie sich langsam auf die Bäume ausbreiteten, dort sich in affenähnliche Lebewesen verwandelten, dann so vor in der Größenordnung von zwischen Größenordnung plus minus 10 Millionen Jahren irgendwann dann anfingen, langsam und allmählich auf zwei Beinen zu gehen, in die Savanne hinauszutreten, nach und nach, wie wir vor 4 Millionen Jahren unsere Eckzähne verloren haben und dadurch eine liebevolle, sanfte, noch friedlichere Lebensweise evoluierten als die heutigen Bonobos und damit sozusagen auf dem Weg waren zu einem urkommunistischen, urmatriarchalen Sozialsystem und Lebenssystem ohne Eifersucht und Rivalenkampf und so weiter. Wie wir also sozusagen glückliche, gesunde Soziallebewesen wurden, die effizient waren durch hohe Grade von Kooperation und Miteinander. Und ihr glaubt alle, ohne ein Gefühl dafür zu haben, ohne ein Faktenwissen darüber zu haben, ohne wissenschaftliches Können und Wissen zu haben, wollt ihr die Welt umstoßen und diesen Raubtierkapitalismus beenden und wollt das zusammen mit Politikern machen, die keine Ahnung über die Welt haben und über den Kapitalismus haben und auch nichts Schlechtes am Kapitalismus finden, sondern ihn noch verherrlichen und ständig davon reden, wie toll doch die soziale Marktwirtschaft ist, die in Wirklichkeit ja nur ein anderes Wort für den bösartigen Raubtierkapitalismus ist, der die Welt im Griff hat und so weiter. Also ohne echte Wissenschaft könnt ihr das nicht schaffen. Ohne echte Wissenschaft werdet ihr genauso kläglich scheitern. Ich sehe, alles, was ihr tut, erinnert mich an die 68er Zeit und danach und auch die Fehlentwicklung hin zur RAF und zu gewaltsamen Formen oder zur Nötigung der Gesellschaft, ja. Schon jetzt, es beginnt mit Verkehrsblockaden sozusagen, anderen Menschen den eigenen Willen aufzuzwingen. Das sind alles Dinge, die nicht wissenschaftlich gestützt sind. Es erfordert ihr selbst, bräuchtet nur mit einem einzigen Satz die Wissenschaft in die Gesellschaft zu holen. Ihr müsst sagen, wir haben eine besondere Situation, wir müssen uns total beeilen, wir können uns jetzt nicht nochmal leisten, wie bei Kopernikus, Kepler, Galilei und so weiter, überall erstmal wieder 50 Jahre vergehen zu lassen, bis wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Scientists for Future 2 anerkennen, sondern wir müssen jetzt schnell sein, wir müssen schnell handeln, wir müssen jetzt die besten Wissenschaftler der Erde in die Medien rein mitnehmen, in die mediale Diskussion, wir müssen als ganze Gesellschaft einen Crashkurs über Spitzenwissenschaft sozusagen einen Crashkurs unterziehen und müssen mal Realität in die Diskussion reinbringen, naturwissenschaftliche Fakten darüber, warum der Kapitalismus schlecht ist und warum wir ihn beenden müssen und wie wir ihn so sanft und demokratisch und friedlich beenden müssen, dass jeder mitgenommen wird, dass alle entschädigt werden, dass es keinerlei Widerstände gibt, dass kein Milliardär sich gegen die Wende stellt, weg vom Kapitalismus, weil er selbst überzeugt ist, dass er begriffen hat, wie der Kapitalismus sein eigenes Leben auch schwer beschädigt hat. Denn der Mensch lebt ja nicht nur vom Geld allein, ja. Also der Kapitalist steht auch, der Milliardär steht auch vor den Scherbenhaufen seines Lebens. Er hat Milliarden und hat trotzdem ein unbefriedigendes Leben, ist nicht wirklich glücklich, ist nicht wirklich befriedigt, weil er nicht artgerecht leben darf, weil der Kapitalismus artgerechtes Leben untersagt, und zwar für jeden, für den Milliardär genauso wie für den Ärmsten. Ja, das heißt, der Kapitalismus ist eine abergläubische Systeme produzierendes und Irrtümer und Unwahrheiten produzierendes Fehlsystem, das auch das Leben des Milliardärs zerstört. Das gibt ihm quasi den Trostpreis der Milliarden,
zerstört auf der anderen Seite aber sein ganzes Sozialleben, sein Liebesleben, sein Glücksempfinden und so weiter. Und er lebt ein unglückliches, trostloses Leben, ödes Leben. Und ja, und das können nur die besten Wissenschaftler der Erde beenden. Ne? Also, ja, habe ich alles gesagt? Entweder ihr holt die Scientists for Future 2 als eure neuen Koalitionspartner mit in die öffentliche und mediale Diskussion rein, oder ihr werdet genauso kläglich scheitern wie die 68er-Generation, die auch ohne zureichende Wissenschaft, ohne echte Naturwissenschaft, ohne naturwissenschaftliches Fundament auch die ganze Welt umstoßen wollte und kläglich gescheitert ist. Mit allem, was sie versucht haben. Genau das Gleiche macht ihr im Moment auch gerade wieder. Hört auf damit, holt die neuen Galileis, die Scientists for Future 2, in die öffentliche Diskussion rein und teilt damit gemeinsam die gesamte Erde. Das ist möglich. Also, aber Schluss mit diesem ganzen Hobbykram. Ihr müsst demnächst skandieren, Kohlestopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Kohlestopp, hopp, 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 Merkel, lass die Profis ran. Tschüss, bis bald.